Ghost Recon Wildlands oder Ghost Recon Breakpoint? Was ist besser? Die Atmosphäre. Zunächst einmal sei gesagt, dass bei Breakpoint das Kriegsrecht verhängt wurde, während bei Ghost Recon Wildlands das in Anführungszeichen normale Leben stattfindet, was sich natürlich auch auf die Atmosphäre auswirkt. Die Ortschaften in Wildlands wirken bis auf wenige Ausnahmen um einiges größer als die in Breakpoint, und auch die Straßen innerhalb der Ortschaften sind in Wildlands um ein Vielfaches belebter und lebendiger als bei Ghost Recon Breakpoint. So fühlt sich die Welt bei Breakpoint im Allgemeinen leider ziemlich leer und leblos an, während man bei Wildlands merkt, dass man sich in einer, in Anführungszeichen, echten und lebendigen Welt bewegt. Beide Spiele haben zwei Gegnerfraktionen, das Santa Blanca Kartell und die Unidad in Wildlands und die Sentinels und Wolves bei Breakpoint. Zusätzlich gibt es jeweils eine dem Spieler freundlich gesinnte Fraktion, das sind die Rebellen bei Wildlands und die Outcasts bei Breakpoint. Zudem gibt es bei Breakpoint noch die Selbstversorger, aber die kämpfen eigentlich nicht, sondern stecken nur hin und wieder in der Klemme. Bei Wildlands können sich alle Fraktionen untereinander bekämpfen, was immer mal wieder zu unterhaltsamen Situationen führen kann, während bei Breakpoint Sentinels und Wolves auf einer Seite sind und die meiste Zeit überhaupt nichts in der offenen Spielwelt passiert. In Breakpoint findet man in der Spielwelt meist hauptsächlich nur Sentinels und die wirken oft auch einfach fehl am Platz. So stehen sie zum Beispiel oft einfach planlos im Wald rum. Was die Zivilisten, also die neutralen NPCs angeht, verhalten die sich bei Wildlands halbwegs realistisch. Bei Breakpoint wird man permanent nur angemault, selbst wenn man 2 Meter an ihnen vorbeiläuft. Bitte verschwinden Sie jetzt. Bei Missionen, in denen man einen NPC retten muss, bedankt er sich erst, aber sobald er am Zielort angekommen ist, fängt er wieder an zu meckern. Bei Breakpoint fühlt man sich eigentlich permanent unerwünscht. Die Atmosphäre bei Wildlands ist meiner Meinung nach um Längen besser als die bei Breakpoint. Die Spielwelt. Ghost Recon Wildlands bietet einen Salzsee, Ebenen, Wüste, Wald, Schneegebiete, Berge und vor allem eine dem echten Bolivien nachempfundene Spielwelt. Ghost Recon Breakpoint bietet dagegen eine komplett fiktive Welt mit Ebenen, Wald, Bergen, Schneegebieten und Sümpfen. Die Welt bei Breakpoint ist im Allgemeinen sehr hügelig, was mir persönlich ziemlich auf die Nerven geht, weil man als Spieler ständig an Hügeln abrutscht, während die Gegner von dieser Mechanik nicht betroffen sind. Breakpoint sowie Wildlands malen beide sehr schöne Panoramen, wobei mir die bei Breakpoint besser gefallen, was aber zum großen Teil auch an der Grafik liegt. Die Welt in Wildlands wirkt in sich schlüssig und bietet sogar ein paar Geheimnisse. In Breakpoint gibt es ebenfalls ein paar coole Orte zu entdecken, aber abseits der Optik haben die im Immersive Mode kaum etwas zu bieten. Sie wurden allem Anschein nach hauptsächlich deshalb dort platziert, um dort Loot unterzubringen, der aber nur im RPG-Modus einen wirklichen Nutzen hat. Die Grafik. Der Vergleich hier und auch später beim Spielumfang ist eigentlich nicht ganz gerecht, weil Wildlands bereits ein paar Jahre auf dem Buckel hat und in Anführungszeichen fertig ist, während Breakpoint immer noch weiterentwickelt und mit weiterem Content versorgt wird. Wenig überraschend ist die Grafik hier bei Breakpoint zum Teil deutlich besser als die bei Wildlands. Die Animation. Das gleiche wie bei der Grafik trifft auch auf die Animationen zu, wobei es hier ein paar kleine Ausnahmen gibt. Die Animationen in Breakpoint finde ich im Generellen besser als in Wildlands, aber ich vermisse bei Breakpoint die Möglichkeit, seine Waffe wegzustecken. Gib dem Video einen Daumen hoch, wenn du in Breakpoint ebenfalls die Möglichkeit haben willst, deine Waffe wegzustecken. Der Sound. Beim Sound gibt es auch ein paar Unterschiede, aber diese liegen eher im Auge des Betrachters bzw. im Ohr des Zuhörers. Deshalb habe ich hier einige Vergleichsszenen, damit du dir selbst eine Meinung dazu bilden kannst.
Ich persönlich finde den Sound ja bei Breakpoint besser. Aber da die Geschmäcker da wirklich unterschiedlich sind, würde ich mich sehr freuen, wenn du unten in die Kommentare schreibst, bei welchem Spiel du den Sound besser findest. Die Anpassungsmöglichkeiten, aka Customizations. Bei Ghost Recon Wildlands sind die meisten Kleidungsstücke und Tarnungen bereits von Anfang an verfügbar. Bei Breakpoint sind nur eine Handvoll Kleidungsstücke und Tarnungen von Anfang an verfügbar, den Rest muss man sich bei Maria in Erewhon mit der Ingame-Währung Skell Credits kaufen, in der Spielwelt finden oder im Shop mit der Echtgeldwährung Ghost Coins kaufen. Dasselbe gilt auch für die Waffentarnungen, die in beiden Spielen auf jedes Waffenteil separat angewandt werden können. Dass bei Breakpoint nur wenige Anpassungsmöglichkeiten direkt zur Verfügung stehen, hat vor allem zu Anfang den Unmut vieler Spieler erregt und ist auch heute noch ein Reibungspunkt. Mittlerweile gibt es immerhin auch ein paar kostenlose Kleidungsstücke bei Marias Shop. Rein optisch sind die Kleidungsstücke bei Breakpoint denen in Wildlands aber klar überlegen. Was die komplett fertigen Charakterskins, also Kostüme und Kultcharaktere angeht, hat Wildlands umfangmäßig aber die Nase um Längen vorn. Die KI-Kameraden. Um es kurz zu machen, die Kameraden Midas, Holt und Weaver bei Wildlands sind viel lebendiger, gesprächiger und sympathischer als Fury, Fixit und Vasili in Breakpoint. Sie sind eben in Anführungszeichen richtige Charaktere, während die bei Breakpoint aktuell noch hauptsächlich als drei zusätzliche Synchronschussdrohnen dienen. Die KI-Kameraden bei Ghost Recon Breakpoint wurden jedoch auch gerade erst eingebaut, sodass wir da in Zukunft bestimmt noch einige Verbesserungen erwarten können. Da die Story von Breakpoint im Gegensatz zu Wildlands von Anfang an auf einen einzelnen Kämpfer ausgelegt war, spielen die KI-Kameraden dort keinerlei Rolle in der Story und kommen auch nicht in Zwischensequenzen vor. Bei Breakpoint kann allerdings nicht nur, wie in Wildlands, das Aussehen und das Geschlecht der KI-Kameraden angepasst werden, sondern auch die Primärwaffe mitsamt Tarnungen und aller Gunsmith-Anpassungen, was ich persönlich echt genial finde, weil sich theoretisch sogar ihr Kampfverhalten abhängig von der gewählten Primärwaffe ändert. Wenn du wissen willst, was die KI-Kameraden in Ghost Recon Breakpoint sonst noch so ausmacht, kann ich dir mein Tutorial dazu wärmstens ans Herz legen. Du findest den Link dazu in der Videobeschreibung und unter dem i oben rechts. Schau dir das gerne an, aber erst nach diesem Video. Der Spielumfang. Die Story bei Ghost Recon Wildlands ist grundsätzlich etwas anders aufgebaut als die bei Breakpoint. Deshalb ist es schwer zu sagen, welches Spiel mehr Umfang hat. Ich glaube, zum aktuellen Zeitpunkt hat Wildlands, komplett mit allen DLCs, mehr Umfang als Breakpoint. Aber Breakpoint wird immer noch weiterentwickelt und die Story wird im Episodenformat erweitert. Es ist wie gesagt unfair, den Umfang an sich zu vergleichen, weil Wildlands seinen Content-Lebenszyklus schon hinter sich hat und Breakpoint noch mittendrin steckt. Was rein die Nebenbeschäftigungen angeht, ist Breakpoint allerdings bereits jetzt umfangreicher als Wildlands, weil es bei Breakpoint sowohl täglich wechselnde Fraktionsmissionen als auch richtige Nebenmissionen gibt, während es bei Wildlands nur die Rebellenaktionen gibt, mit denen man die Rebellenunterstützungsfähigkeiten verbessern kann. Der PvP-Modus Ghost War ist in beiden Spielen, jeweils etwas anders, enthalten. Bei Wildlands gibt es eine klassenbasierte Operator-Auswahl und bei Breakpoint kann man auch im PvP einfach mit seinem PvE-Charakter spielen. Zusätzlich gibt es in Ghost Recon Breakpoint, anders als in Wildlands, auch noch einen Raid. Die Story. Hier kann ich nur meine persönliche Meinung anbringen. Ich finde, die Story von Wildlands ist immersiver, nachvollziehbar und spannender. Bei Breakpoint wirken viele Teile der Story etwas aus der Luft gegriffen und im Allgemeinen wirkt die Story arg gestückelt. Aber so im Ganzen hat mir persönlich die Story von Breakpoint ebenso gut gefallen wie die bei Wildlands. Persönliches Fazit. Ich finde, so alles in allem ist Wildlands aktuell noch das bessere Spiel. Aber auch Breakpoint ist durchaus schon einen Blick wert. Zudem wird Breakpoint ständig mit Blick auf die Community verbessert. Spaß machen mir persönlich auf jeden Fall beide Spiele. Ghost Recon Wildlands hat mir als alteingesessener Ghost Recon Fan anfangs übrigens überhaupt nicht gefallen. Nachdem ich dem Spiel aber nach einigen Updates und Erweiterungen nochmal eine Chance gegeben hatte, wurde es zu einem meiner Lieblingsspiele und ich habe schließlich über 500 Stunden in Wildlands versenkt. So viel wie in sonst keinem Spiel. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.
Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.